Swings-Jazz im Schweriner Burggarten. Freunde der Swing und Groove genießen afroamerikanische Klänge in malerischer Umgebung. Während Darklight Voices vom Schweriner Konservatorium beschwingt in den Abend starten, bereiten sich auf einer anderen Bühne die Musikstudenten der Hochschule für Musik und Theater aus Rostock auf den Höhepunkt des Abends vor. An der HMT wird Jazz offiziell gar nicht angeboten. Trotzdem treten sie heute zusammen mit Jazzlegende Joe Gallardo auf, nach nur 3 Tagen Probe. Junge Musiktalente und ein 74-Jähriger, der seit 68 Jahren nichts anderes macht, bis 2008 als erster Posaunist der renommierten NDR Big Band. Ob das gut geht? Also er ist ein sehr, sehr erfahrener Mensch und ein sehr netter Mensch. Also der immer sehr positiv in seiner Kritik oder in dem, was er sagt. So. Er kann einem einfach als jungen Musiker kann er einem ganz viel mitgeben. So. Das ist fantastisch. Gespielt wird nicht in einer freien Combo, sondern als Big Band mit konkretem, strukturiertem Programm. In kleinen Schritten nähern sich die Proben dem durchgeplanten Auftritt an. Außerdem anspruchsvoll, in die heißen Rhythmen des lateinamerikanischen Jazz mussten sich die Musiker aus dem kühlen Norden erst hineinhören. Da wir an der Rostocker Musikhochschule im Grunde genommen keine spezielle Jazzabteilung haben, sondern eigentlich eher so eine Rock-Pop-Weltmusik Abteilung, ist es für uns natürlich eine spezielle Herausforderung, jetzt mit einem Jazz-Spezialisten, ausgewiesenen Jazz-Spezialisten mal zu spielen. Insofern ist die Herausforderung im Grunde genommen schon mal groß und auch hoch. Und dann kommt noch dazu, dass Joe sein eigenes Programm spielt, seine eigenen Kompositionen und eigenen Arrangements hier hat. Dieses ist sehr Latin-Jazz orientiert und das speziell ist nochmal eine ganz spezielle Herausforderung. Es ist soweit. Das Maiden Voyage Jazz Orchestra startet auf seine namensgebende Jungfernfahrt. Joe Gallardo dirigiert seine Arrangements, die Nachwuchstalente folgenartig. Schwierigkeit dabei die komplexe Harmonik, bei der das Timing entscheidend ist. Solisten müssen genauestens auf den Rhythmus achten. Es funktioniert bestens. Ich bin im Ruhestand von der NDR Big Band, aber ich mache das nebenbei und es macht mich einfach glücklich, jeden Tag, den ich das tun kann. Es ist immer eine neue Erfahrung. Grundsätzlich wollen sie alle Latin Jazz spielen und für mich ist es wichtig, dass sie mehr oder weniger eine Vorstellung davon bekommen, wie man es spielt. Zeit für den lockeren Texaner, ebenfalls eine Kostprobe seines Könnens zu geben. Ein äußerst gelungener Auftritt mit einem weltbekannten Jazz-Experten, der Ritterschlag für die jungen Musiker aus Rostock. Auf den anderen beiden Bühnen setzen Musikschüler des Schweriner Konservatoriums und der Musikschule Ataraxia ebenfalls Glanzlichter im diesjährigen Wandelkonzert am Schloss. Vielversprechender kann der Kultur- und Gartensommer kaum starten. MV1. Mein Land, mein Sender. Bekannterweise feiern Gläubige an Pfingsten die Entsendung des Heiligen Geistes. Im Jahre des Herrn 2013 jedoch feiert Schwerin eher eine Wiederauferstehung. Denn seit Pfingstsonntag ist die Schlosskirche, die Perle der Schweriner Märchenburg, wieder geöffnet. Pünktlich zum 450-jährigen Jubiläum sind die 2010 begonnenen Restaurierungsarbeiten abgeschlossen. Zu Gast Gemeindemitglieder, Kirchenvertreter des Landes und Politiker aller Fraktionen. Diese Zusammenstellung kommt nicht von ungefähr, denn die erste reformatorische Landeskirche ist keine wie jede andere. Die Schlosskirche ist ja Teil des Schlosses und gehört von daher nicht der Kirchgemeinde. Die Kirchgemeinde ist zu Gast in dieser Kirche. Mitglieder des Landtages und die Angehörigen der Verwaltung haben die Gelegenheit, zu ökumenischen Landtagsandachten zusammenzukommen. Aber die Kirchgemeinde feiert hier ihre Gottesdienste und ein Teil des Gemeindelebens lebt auch hier.
Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass es von daher auch immer Berührungen zwischeneinander gibt. Die Kanzel ist das Prachtstück dieser Kirche. Und es ist immer wieder eine Herausforderung, dann auf dieser Kanzel demnächst zu stehen und zu wissen, das ist reformatorisches Steingut sozusagen, was ja im Geiste Martin Luthers noch gebaut ist. Die Thurgauer Kirche ist ja und Kanzel ist ja ähnlich, auf der der Martin Luther gestanden hat. Also so eine Traditionslinie zu haben und an die anknüpfen zu können, ist natürlich fantastisch. Der Weg zur ersten vollständig restaurierten Kirche führte im wahrsten Sinne des Wortes über den Himmel. Seit 2005 gab es für die Schweriner die einmalige Möglichkeit, symbolisch einen der 8.758 Sterne zu erwerben, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts dank Baumeister August Stühler das Gewölbe zieren. Bis Februar 2013 waren auf diese Weise mehr als 330.000 Euro zusammengekommen. Nicht nur Bürger beteiligten sich. Wenn man sich die Kirche anschaut, dann weiß man, dass hier einerseits Christinnen und Christen zu Hause sind, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger und Gäste sich diese Kirche sehr gerne anschauen. Denn viele und auch ich haben einen Stern an diesem wunderschönen blauen Himmel, der dazu beigetragen hat, dass Geld zur Verfügung gestellt worden ist, um die Kirche zu restaurieren. Die Landeshauptstadt Schwerin freut sich, ein kleines Kleinod dazu bekommen zu haben. Restauriert wurde das Erscheinungsbild einer Kirche, welche nach 450 Jahren auch Spiegel einer kulturell-künstlerischen Entwicklung ist. Das beste Beispiel hierfür ist der im 19. Jahrhundert ergänzte neugotische Kirchenchor mit seinen aufwendigen Glasmalereien. Für so manchen ein besonderer Grund, diese Kirche wertzuschätzen. Da ist eine Besonderheit, die ich immer besonders als schön empfinde, dass der Dombaumeister Zwirner, das war der Dombaumeister, der den Kölner Dom wieder aufgebaut hat, dass er dieses Projekt damals begleitet und konzipiert hat. Und das ist dann sozusagen auch ein Brückenschlag in meine alte Heimat Nordrhein-Westfalen, wenn Sie so wollen. Mir gefallen alle Bilder, alle Fensterbilder, die ja die Bibel bildnerisch erzählen. Und ich finde, es lohnt sich, diese Fensterbilder anzuschauen und sich die Bibelgeschichte über Malerei nochmal erzählen zu lassen. Es lohnt sich für Christen, aber ich finde, es lohnt sich auch für Nichtchristen. Ganz weltlich betrachtet wurden nur Wände trockengelegt, tragende Strukturen stabilisiert und Farben aufgefrischt. Aber das dazu nötige Engagement der Bürger und die Reflexionen der Gäste bei der Wiedereröffnung zeigen deutlich, dass hier mehr erreicht wurde, als mit bloßem Auge zu ermitteln ist. Die Wiederauferstehung eines Stückes städtischer Seele.